Egoisten da draußen. Den Schaden könnt ihr nie wieder gut machen. Ich habe Leute gesehen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nicht mal einen Schokoflocchina gebacken, fahren jetzt aber mit einer Europalette Frischhefe vom Aldi-Parkplatz runter. Was habt ihr damit vor? Wollt ihr im Darknet ein illegales Plunderteilchen-Imperium aufbauen oder was? Ihr Spackos! Euch würde sogar eine Rolle Knack und Back im Ofen explodieren. So, aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Wenn keine Hefe mehr da ist, gibt auch bald kein Bier mehr. Und da hört bei mir der Spaß aber auf. Packt sofort eure Hamsterhefe wieder in den Kofferraum und ab damit in die nächste Brauerei. Hefe hat in den Händen von Amateuren nichts verloren, ihr Luftpumpen. Das ist Perlen vor der Säue. Hey, das ist so, als würde sich ein Veganer einen teuren Grill kaufen. In diesem Sinne, sehr zum Wohle.